Herr Kollege Mützenich, geben Sie mir zunächst einmal recht, wenn ich sage, dass der Beitrag, den Sie hier gerade abgegeben haben, gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn es keine verweigerten Zustimmungen der Bundesregierung zu Lieferungen von Material und Munition nach Israel gegeben hätte. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass bei uns eine größere Zahl von Unternehmen sich zu Wort gemeldet haben mit schriftlichen Unterlagen darüber, dass Genehmigungen beantragt worden sind und seit Monaten von der Bundesregierung nicht bearbeitet werden. Was ist das anderes als die faktische Verweigerung von Exportgenehmigungen? Nun will ich nicht bestreiten, dass es im Zusammenhang mit dem humanitären Völkerrecht und Kriegsvölkerrecht durchaus Erwägungen geben kann, solche Lieferungen nicht zu genehmigen. Aber wenn das so ist, dann sagen Sie es doch, statt den Eindruck zu erwecken, als ob Sie alles tun, um Israel wirklich zu helfen, in Wahrheit aber ohne Öffentlichkeit genau das Gegenteil zu tun. Herr Mützenich, das geht so nicht. Und die abschließende Bemerkung, die kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Es bleibt nicht verborgen, dass in den Gesprächen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung dort gesagt wird, stellt gar nicht erst die Frage, ob wir liefern. Wir werden in jedem Falle Nein sagen. Und nur so Sie dann sagen können, es hätte ja gar keine Anträge gegeben und deswegen hätte man auch gar keine Entscheidungen treffen müssen. Herr Mützenich, Sie wissen, dass die Sachverhalte genau so sind, wie ich sie hier beschreibe. Dann verstecken Sie sich aber bitte nicht hinter strafbewehrten Geheimhaltungsvorschriften. Herr Mützenich, Sie dürfen erwidern.